Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen hier bei der Hessenschau. Schön, dass Sie auch heute wieder bei uns sind. Tote und Schwerverletzte gehören zu Feuerwehreinsätzen dazu. Ein Programm soll helfen, besser damit umzugehen. Ja, und diese Frankfurterinnen tanzen wie die südkoreanischen Popstars und werden millionenfach geklickt. Pünktlich zum Ende der Weihnachtsferien hat das Robert-Koch-Institut heute fast 40 weitere Länder als Hochrisikogebiete eingestuft. Viele Menschen in Hessen haben die Ferien ja genutzt, um ins Warme zu fliegen. Und das mitten in der aktuellen Corona-Welle. Wir haben mal bei denen nachgefragt, die jetzt aus dem Urlaub gekommen sind. Wie war die Situation in ihren Urlaubsländern und wie sicher haben sie sich da gefühlt? Kolumbien. Die achten sehr darauf, alle Leute. Die haben überall Desinfektionsmittel parat. Sie haben alle, tragen sie Masken, auch auf der Straße. Also nicht wie bei uns, wo die Leute sagen, das ist nicht nötig. Also in Kolumbien wird auch viel Maske getragen, sogar draußen. Überall. Und sehr diszipliniert, ja. Die meisten Restaurants waren tatsächlich offen. Also fast alles war offen. Wenn man da hinkommt, da steht eine ganze Kohorte von Krankenschwestern, Temperaturmessung, Gesundheitscheck. Man muss alle Dokumente vorweisen. Also das ist hier in Frankfurt nicht so. Und in Spanien müssen Sie überall Masken tragen, müssen Sie Masken auch in der Stadt tragen. Sie müssen in Palma auch dann überall Masken tragen. Im Hotel top. Also es ist sehr gut organisiert. Aus Costa Rica. Unsere Fahrer berichteten von über 50% Stornierungen. Was heißt, dass hier die Leute nicht mehr ins Land kommen. Die sind sehr vorsichtig geworden. Personal wie Küche und Kellner tragen durchgehend Masken. Und das ist eigentlich egal, wo sie sind. Sehr intensiv, auf eine sehr unkapriziöse Art, sagen wir mal so. Also man hat da nicht so den Widerstand gespürt, den man hier merkt oft. Die Leute machen das einfach mit und dann läuft's auch. In San Francisco und Las Vegas. USA. Unter anderem auf der Ostküste und dann später auf der Westküste. War eigentlich alles wie immer? Sofern man indoor unterwegs war, war überall Maskenpflicht. Ob du jetzt an einem Casinotisch sitzt oder im Restaurant, das spielt keine Rolle. Wir kommen ja jetzt aus dem Urlaub zurück. Jetzt schauen wir mal, wie es hier läuft. Die Feuerwehr kommt zu schweren Unfällen, fährt zu Bränden, tut alles, um Leben zu retten. Und das ist ein total wichtiger und sinnvoller Job. Doch bei den Einsätzen gibt es auch immer wieder Schwerverletzte und Tote. Das sind teilweise traumatische Erlebnisse für die Feuerwehrleute. Damit es für die Helfer gar nicht erst so weit kommt, hat ein ehemaliger Feuerwehrmann aus Bad Soden ein Programm entwickelt, das helfen soll, sich auf solche schweren Einsätze vorzubereiten und auch damit umzugehen. Die Feuerwehr, der Ruf zum Einsatz kommt plötzlich, jetzt, gleich, sofort. Oft läuft es glimpflich ab, manchmal ist es schlimm und manchmal schrecklich. Es kann etwas mit einem machen, die Begegnung mit einem gewaltsamen Tod. Ein Erlebnis bleibt mir immer wieder. Wir sind zu einem großen Scheunenbrand gerufen worden, haben die Scheune abgelöscht. Und irgendwann sagte einer, oh, da liegt noch ein toter Schäferhund. Und später stellte sich aber heraus, das war eine Person, die da in dem Gebäude verbrannt ist. Und das geht einem jungen Feuerwehrmann, wenn man nicht drüber spricht, auf jeden Fall nach. Mein erstes schlimmeres Erlebnis war ein Verkehrsunfall, wo eine junge Frau eingeklemmt war. Ich musste mich zu ihr durchkämpfen, der PKW lag auf der Seite. Und ich musste der Notärztin dabei helfen, Zugänge zu legen zu der Patientin, weil wir nicht an sie rankamen. Und die ist dann in meinem Arm verstorben. Das war aber nicht das Bild, das mich fertig gemacht hat, sondern die Tränen der jungen Notärztin, die in dem Moment angefangen hat zu weinen, haben mich Tage, Nächte lang verfolgt. Was geschehen kann bei einem Einsatz, davon haben die jungen Feuerwehrleute gehört. Aber wenn sie vor Ort damit konfrontiert sind und später, wenn sie zurück nach Hause kommen, kehren die Bilder im Kopf wieder. Was, wenn das meinen Lieben passiert? Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Verkehrsunfall und das ist ein Fahrzeug, was genau so von Ihrem Vater, Ihrer Mutter gefahren wird. Das sind einfache Zusammenhänge, die sich herstellen lassen und dann dazu führen, dass diese Situation nicht mehr so abstrakt, so fern bleibt, sondern sich auf was Privates übertragen lässt. Der Brandinspektor von Langen und der ehemalige Brandinspektor von Bad Soden, beide gestandene Feuerwehrmänner.
Hermann Zengeler mit 45 Jahren Berufserfahrung hat ein mentales Training für Feuerwehrleute entwickelt. Ein Motivationstraining, ein Training, das Mut macht. Eines, das sie bei der Stange halten soll. Ein professionelles E-Reading-Programm, das die Kolleginnen und Kollegen auftanken lässt. Es scheint nötig, den freiwilligen Feuerwehren laufen nämlich die Leute weg. In Langen waren es in den vergangenen Jahren 10%. Dort setzen sich zurzeit etwa 115 Männer und Frauen den Gefahren im Einsatz aus. Man muss den Feuerwehrleuten Möglichkeiten an die Hand geben, wie sie damit gut umgehen. Denn sie setzen sich für uns alle, für uns Bürgerinnen und Bürger ein. Zum Teil setzen sie sogar ihr Leben aufs Spiel oder ihre Gesundheit. Und da sollte man ihnen mental vor dem Einsatz etwas mitgeben. Hermann Zengeler hat das Programm mit seiner Partnerin über 3 Jahre entwickelt. In der Präsentation ist das Auftreten den Gepflogenheiten von Feuerwehrleuten angepasst. Und auch der Jargon, in dem sie das Ganze aufgebaut haben, ist Feuerwehrsprache. So reden die. Jeder von uns kennt das Gefühl, für etwas zu brennen oder wie es so schön heißt, für etwas Feuer und Flamme zu sein. Deine Motivation ist der Grund, warum du Mitglied in der Feuerwehr bist. Was wir machen ist mit den Tools, wir aktivieren die Feuerwehrmenschen selbst, um mit Konflikten und Krisen umgehen zu lernen. Und das basiert auch auf Augenhöhe. Wir sind sozusagen der Sparringspartner. Hier simulieren sie in Langen die Bergung eines Kameraden. Im Einsatz trägt jeder von ihnen eine 30-Kilo-Ausrüstung mit sich rum. Draußen vor Ort wiegen erschwerte Bedingungen und Gefahren auch ziemlich viel und kommen noch obendrauf. Wer zu einer freiwilligen Feuerwehr geht, muss den Job auch wollen. Eine Einsatzkraft, egal ob ehrenamtlich oder hauptamtlich, wird ab der Alarmierung mit Stress bombardiert und muss diesem Stress auch irgendwo standhalten. Wir brauchen eine hohe Widerstandsfähigkeit diesbezüglich, sodass ich sage, das System eignet sich dafür schon hervorragend. Das Motivationsprogramm ist seit 3,5 Monaten im Vertrieb. Eine Kommune, die es haben möchte, lässt sich das für ihre Feuerwehrfrauen und Männer je 200 Euro kosten. Langen hat's getan. In Hessen gibt es schon 3 Corona-Hotspots und ab morgen kommen noch 2 weitere Städte dazu, die zum Hotspot werden. Und da werden die Corona-Regeln verschärft. Die Nachrichten jetzt im Überblick. Als Corona-Hotspots gelten ab heute der Kreis Fulda, die Städte Frankfurt und Darmstadt sowie die Landeshauptstadt Wiesbaden. Dort hatte die Inzidenz jeweils 3 Tage in Folge den Wert von 350 überschritten. Ab Montag zählt auch die Stadt Offenbach zu den Hotspots. In Hessen ist die 7-Tage-Inzidenz erneut gestiegen. Sie liegt heute bei 363. Am höchsten ist sie in Frankfurt mit 628. Gegen die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus haben in Frankfurt rund 150 Menschen mit einem Schweigemarsch demonstriert. Sie forderten, dass die ihrer Meinung nach entstandene Zweiteilung der Gesellschaft in Geimpfte und Ungeimpfte beendet wird. Der Marsch ging über die Oper zum Mainufer und zurück zur Freskas. Angemeldet waren 1000 Teilnehmer. Das Salonensemble des Hessischen Staatsorchesters Wiesbaden hat heute das erste Konzert des Jahres gegeben. Rosen aus dem Süden, eine bunte Mischung von Liedern aus Italien und Frankreich, wurde gespielt. Während der gesamten Veranstaltung mussten Masken getragen werden. 80 Gäste durften zuhören. Die Menschen in Niederrosbach hätten gern mal wieder Ruhe, jedenfalls die an der Grundstraße wohnen. Denn da brettern jeden Tag Lkw und Schwertransporter vorbei, weil die durch den Ort fahren, um die Maut auf der Autobahn zu sparen. Ja, das ist nicht nur laut, sondern auch richtig gefährlich, weil die Lastwagen teilweise auf dem Bürgersteig fahren und die Straße eigentlich auch zu schmal dafür ist, für solche großen Fahrzeuge. Ja, es sollte eigentlich schon lange was passieren, ob so gekommen ist. Wir haben weitergedreht. Niederrosbach, Grundstraße. Und dies ist keine alltägliche Situation, denn Achtung, Sie hören nichts. Diese Ruhe genießt Petra Benner vor ihrer Haustür. Kein Verkehr, weder Lkw noch Transporter brausen an ihr vorbei. Wunderbar, wie schön. Endlich mal Ruhe. Dann alles Paletti oder nicht? Doch diese Ruhe täuscht. Vor über einem Jahr waren wir zuletzt vor Ort, da klang es noch ganz anders hier.
Die Menschen im Ort haben damals Angst, ihre Kinder zu Fuß zur Schule zu schicken. Denn es gibt ein Verkehrsproblem mitten in der Ortschaft. Auch damals treffe ich Petra Benner. Gemeinsam erleben wir das tagtägliche Szenario vor ihrer Haustür. Hier vorne sehen Sie, was wir für eine Engstelle haben. Und es bleibt den LKWs nichts anderes übrig und auch PKWs, wenn Begegnungsverkehr ist, den Bürgersteig mit zu benutzen. Und das ist mein Problem. Das macht einfach, dass man sich kaum getraut, vor die Haustür zu gehen. Schon oft hatte sie das Geschehen mit dem Handy dokumentiert. Das sind natürlich Momentaufnahmen. Da kommt von unten wieder ein LKW und was sehen wir wieder? Die PKWs fahren auf den Bürgersteig. Und das finde ich halt schon ganz schlimm, weil eigentlich der Bürgersteig ja für uns Bürger da ist und nicht für die PKWs. Da sieht man das hier oder LKWs. Ja. Wo kommen Sie mal beiseite? Da kommt nämlich gerade wieder ein LKW. Da sind die hier voll drüber, kein Problem. So richtig mies. Hier so. So, jetzt haben wir hier. Super. Das geht den ganzen Tag, kein Gehupe hier. Da drüben steht der Junge. Ja, auf dem Bürgersteig. Ja. Das hier. Hier ist ja die Sicherheit der Kinder nicht mehr gegeben. Das erleben Sie hier täglich. Das ist ein Schulweg, das ist ein Kindergartenweg. Also hier muss dringend was passieren. Viel Wut, Frust und Angst hat sich aufgestaut. Denn seit Jahren spitzt sich die Situation zu. Was genau ist denn hier passiert? Unser 87-jähriger Nachbar hat hier drüben seine Garage und überquert logischerweise dann immer hier die Straße. Und im letzten Jahr September ist er hier vorne von einem PKW angefahren worden. Und das ganz Traurige dabei ist, natürlich hat er Vorerkrankungen gehabt, aber er ist durch diesen Unfall hat er ein Bein amputiert bekommen. Musste es so weit kommen? Wir fragen im Sommer 2020 nach beim Bürgermeister der Stadt Haiger, Mario Schramm. Das Problem ist ihm wohl bekannt. Wir haben festgestellt, dass der Schwerlastverkehr zugenommen hat, seit auf der Bundesstraße zwischen Dillenburg und Vonhausen ein Mautgerät installiert worden ist. Und es gibt natürlich den einen oder anderen, der sagt, dann nehme ich doch die kostengünstige Strecke, mir doch egal, wer da wohnt. Und genau das ist unser Ansatz, das kann es nicht sein. Damit der wahnsinnige Verkehrsfluss, der jetzt dort ist, der sich darstellt, minimiert werden kann, das ist aus meiner Sicht nur eine Einbahnstraßenregelung. Und zwar eine Einbahnstraßenregelung für den Schwerlastverkehr. Dazu musste aber zunächst ein Antrag gestellt werden, denn die Straße unterliegt Hessen Mobil. Bis zum Ende letzten Jahres sollte der vorgelegt sein, doch verändert hat sich seit 15 Monaten 0, nichts. Die Ruhe vom Anfang, nur eine glückliche Momentaufnahme, stattdessen heute noch. Morgens zwischen 5 und 8 und nachmittags zwischen 2 und 4 ist hier ein Verkehr, hier wird Rennen gefahren, man kommt sich vor wie auf der Nordschleife. Schätzungsweise würde ich sagen, 70-80% fahren zu schnell. Und davon mindestens 20-30% viel zu schnell. Die bereits bestehenden Geschwindigkeitsbegrenzungen und die Poller verbessern die Lage laut Anwohner nicht. Selbst diese Poller werden umgefahren. Und jetzt kann man sich vorstellen, was passiert, wenn da Kinder in den Kindergarten oder in die Schule gehen, auf den Bürgersteig. Die werden genauso umgefahren wie die Poller. Doch vor wenigen Tagen stolpert Petra Benner über eine Meldung, die hoffen lässt. Da war ein großer Bericht in der Zeitung, dass eine Einbahnstraßenregelung geben soll. Und ja, wir haben uns sehr gefreut. Aber bis jetzt hat sich noch nichts getan. Also wo bleibt es nun endlich, das Schild? Oder waren alles bloße Versprechungen? Ganz und gar nicht, erklärt uns aktuell das Stadtoberhaupt. Die Schilder sollten auch noch vor Weihnachten aufgestellt werden, wenn sie denn, und jetzt kommen wir zu dem Thema Corona, Lieferengpässe, wenn sie denn lieferbar sind. Und ich glaube, es liegt einfach daran, dass es wie bei vielen, vielen Dingen im Moment Lieferengpässe gibt. Es heißt also weiter warten. Doch sollen sie kommen, die Schilder, die den Durchgangsverkehr um 50% reduzieren könnten. Für die Niederrosbacher wäre das zumindest ein kleiner Erfolg. Und wir bleiben weiter dran. Ja, und von einer unglaublichen Geschichte kommen wir jetzt zu einer anderen unglaublichen Geschichte aus Rodenbach bei Hanau. Da haben dreiste Diebe an einer Ausgrabungsstätte Jahrtausende alte Schätze geklaut, die was über unsere Geschichte verraten. Das wollten nämlich Archäologen rausfinden. Ja, jetzt ist die Stätte total verwüstet und die historischen Schätze, die sind weg.
Dieses Bauland in Rodenbach beherbergt Geschichte. Geschichte, die bis in die Bronzezeit zurückgeht. Ein Team von Archäologen ist dieser Geschichte auf der Spur. Doch dann kommen Schatzsucher und zerstören alles. In solch einer Situation ist man natürlich, ganz ehrlich gesagt, erstmal wütend. Also man denkt sich, warum hat er das gemacht? Er zerstört Erbe, historisches Erbe, archäologisches Erbe, was unwiederbringlich zerstört ist. Was ist passiert? Hier in Niederrodenbach nahe Hanau soll ein neues Baugebiet entstehen. Wie immer werden vorher drei Dinge geklärt. Der Artenschutz, die Kampfmittelräumung und die Archäologie. Für den dritten Punkt ist ein Team um Dr. Elisabeth Faulstich-Schilling zuständig, Archäologen des Freien Instituts für angewandte Kulturwissenschaften. Bei ihren Ausgrabungen stoßen sie auf einige Unregelmäßigkeiten, markieren diese, wollen am nächsten Tag weitergraben. Doch in der Nacht kommen die Schatzsucher. Wir haben Hinweise hier auf eine prähistorische, auf eine bronzezeitliche Siedlung. Wir haben Keramik, entsprechende Keramik bereits gefunden gehabt, aber auch nur Indizien. Wir hatten noch keine völlig sicheren Hinweise, Funde und Ähnliches, dass wir genau sagen können, das ist die bronzezeitliche Siedlung der Stufe XY. Und das ist natürlich jetzt weg. Dreimal insgesamt kommen die kriminellen Grabräuber seit November wieder. Was sie genau entwenden, ist unklar. An den Stellen, an denen sie wüten, lassen sie kaum etwas übrig. Also unter anderem haben wir hier jetzt eine prähistorische Keramik mit einer Wulstleiste, die aufgesetzt ist. Und das Ganze ist prähistorisch und wohl bronzezeitlichen Ursprungs. Und wir können davon ausgehen, dass da noch mehr war. Immer wieder kommt es weltweit dazu, dass illegale Schatzsucher ihr Unwesen treiben. Dass sie damit den Fundzusammenhang zerstören, interessiert die Raubgräber nicht. Denn es geht ihnen nicht um wissenschaftliche Erkenntnisse, sondern allein um Geld und Gewinn. Und oft noch nicht einmal um das. Der monetäre Aspekt ist eher gering von den archäologischen Funden. Sie wahrscheinlich interessiert, also die das illegal machen, ist es zu besitzen. Also die Suche nach einem Schatz, das Besitzen eines Schatzes. Und ihnen reicht es häufig, wenn sie unter ähnlich Gesinnten das austauschen oder einfach nur im Keller horten, wie das schon vielfach auch bestätigt wurde, wenn man solche Leute hat hochgehen lassen. Fundstücke der Geschichte des Ortes unwiederbringlich zerstört. Auch der Bürgermeister ist sauer. An die Täter hat er eine Botschaft. Lass sein. Es ist kein Kavaliersdelikt, es ist ein Straftatbestand. Wir haben eine Belohnung ausgesetzt, auch die zur Ergreifung führt. Und ich glaube, jeder soll einfach neugierig sein, was vielleicht früher mal war, und man zerstört es. Und das ist eigentlich wirklich schade. Es ist wie ein Buch, was nur einmal gibt und einfach vorher verbrannt wurde, bevor man es gelesen hat. Die Sicherheitsvorkehrungen an der Ausgrabungsstätte wurden nun erhöht. Denn die Archäologen werden weitermachen, in der Hoffnung, mehr zu erhalten, als zerstört wurde. Eintracht Frankfurt war in dieser Saison ja lange Zeit die Mannschaft der letzten Minute, aber gestern gegen Dortmund war es genau andersrum. Markus Philipp mit dem Sport. Ja, würde ein Fußballspiel nur 70 statt 90 Minuten dauern, die Eintracht wäre perfekt ins neue Jahr gestartet. Doch dann wurde aus dem 2:0 bis dahin noch ein 2:3 mit zwei besonderen Pechvögeln. Jesper Lindström und Evan Dicker. Hätten die beiden beim Stand von 2:0 ihre Großchancen genutzt, die Eintracht hätte Dortmund wohl mit 3, vielleicht sogar mit 4:0 besiegen können. Ich glaube, das wäre so Knickbruch für Dortmund gewesen. So waren sie immer dran und mit einem Tor hatten sie dann auch nochmal Blut geleckt und ja, dann haben wir es einfach schlecht gemacht. Gut gemacht hat's die Eintracht dafür in der ersten Halbzeit. Allen voran Doppeltorschütze Raphael Boré. 2 Tore in gerade einmal 9 Minuten. Für Eintracht-Trainer Oliver Glasner mehr als nur ein Lichtblick. Ich habe viele gute Aktionen von uns gesehen, auch nicht nur Umschaltmomente, auch mit Ball. Dass Dortmund der ein oder andere Torschuss hat, ist zu erwarten, auch bei ihrer Qualität, die sie haben. Qualität, bei der die Eintracht in der Schlussphase nicht mehr hinterherkommt. Nach Anschluss- und Ausgleichstreffer gibt es kurz vor Abpfiff auch noch das 2:3.
mit Fans, glaube ich, dass wir das heute geschafft hätten, dass er nochmal mehr Power gegeben hätte für uns. So ist es halt leider. Und wir müssen jetzt einfach weiterarbeiten. Nächsten Sonntag in Augsburg wieder ein schweres Spiel. Und die nächste Chance für die beiden Pechvögel Evan Dicker und Jesper Lindström. Mehr Erfolg hatte Deborah Levy aus Dillenburg hier links im Bild. In Winterberg gewann die Anschieberin gemeinsam mit ihrer Pilotin Laura Nolte heute den Bob-Weltcup. Und damit nicht genug, es wurde sogar ein Doppelsieg mit hessischer Beteiligung. Denn Pilotin Kim Kalicki aus Wiesbaden war nur 0,13 Sekunden langsamer und belegte damit am Ende Rang 2. Kennen Sie Faustball? Das ist so ähnlich wie Volleyball, nur das Netz ist niedriger, der Ball darf zwischen den Berührungen aufdotzen und er muss mit der Faust geschlagen werden. Der TSV Pfungstadt ist darin Europapokalsieger und zwei Gesichter sind entscheidend für den Erfolg. Zwei Brüder, ein Ziel. Sebastian und Patrick Thomas kämpfen mit ihrer Mannschaft, dem TSV Pfungstadt, um die europäische Krone der Faustballer. Im Prinzip ist es bei uns eine Familienkrankheit. Also unsere Großeltern haben gespielt, unsere Eltern haben sich beim Faustball kennengelernt. Und so sind wir ja von ganz klein auf eigentlich schon dazugekommen. Sebastian ist Verteidiger. Sein jüngerer Bruder Patrick ist Angreifer. Und passend dazu ziemlich groß gewachsen. Das Zusammenspiel mit meinem Bruder klappt super. Ist auch ganz gut, dass wir verschiedene Positionen haben. Und dadurch kommt kein richtiges Konkurrenzverhalten zustande. Den Champions Cup wollen sich die zwei Pfungstädter in den gelben Trikots schnappen. Sie stehen im Finale gegen den Meister Tigers Vöcklabruck aus Österreich. Die Sätze sind knapp, beide Mannschaften gehen immer mal wieder in Führung. Doch am Ende heißt der Sieger TSV Pfungstadt. Ja, super. Also was Schöneres gibt es eigentlich für uns als Faustballer nicht, den Champions Cup zu Hause auszurichten und dann noch zu gewinnen vor den eigenen Fans. Ist natürlich unbeschreiblich. Mittendrin die stolze Mutter Andrea, ihr größter Fan. Ich fieber mit und es ist für mich immer sehr angespannt, die ganze Situation. Aber ich freue mich natürlich riesig immer für die zwei Jungs, die ja wirklich alles dafür geben. Für die Brüder ist es der 8. Europapokaltitel in Folge. Hier in der Halle wird noch ein bisschen was gehen und dann lassen wir uns mal treiben, was heute Abend noch so passiert. Mit ihren Freundinnen und Mannschaftskollegen heißt es jetzt genießen und feiern. Mehr Sport gibt es nachher ab 22.30 Uhr, aber auch bei Hülya geht es noch ein bisschen sportlich weiter jetzt. Ja, danke schön, Markus. Genau, wir bleiben in gewisser Weise sportlich, denn bei uns geht es jetzt ums Tanzen und zwar im K-Pop-Stil. K-Pop ist der Begriff für koreanische Popmusik und die ist vor allem bei jungen Menschen total beliebt, auch bei uns hier in Hessen. Und die Frankfurter K-Pop-Tanzgruppe Shopgang, die tanzt auf diese Musik und die hat richtig coole Choreografien drauf und im Netz sind sie absolute Click-Hits. Wir haben sie getroffen. Mal in bunten Kostümen wie die japanische Zeichentrickfigur Sailor Moon. Mal ganz nüchtern in Schwarz-Weiß, aber immer im Takt. Das ist Shopgang. Die Frankfurter Tanzgruppe hat sich auf K-Pop spezialisiert, also auf Popmusik aus Südkorea, die mittlerweile weltweit gehört wird und deren Stil immer mehr Nachahmer findet. K-Pop identifiziert sich vor allem durch die sehr detaillierten und kreativen Musikvideos. Für jeden Song, den die Gruppen veröffentlichen, gibt es eine vollständige Choreografie von Anfang bis zum Ende des Liedes. Und was wir dann machen als K-Pop-Tänzer, wir covern meistens diese vollständigen originalen Choreografien. Und mit dem entsprechenden Konzept der Musikvideos, wir suchen Outfits, Styling, Locations, wo wir es dann drehen können und versuchen das dann umzusetzen. Die Schritt- und Tanzfolge von einem Musikvideo wie Dynamite, der K-Pop-Band BTS, perfekt wiedergegeben in der Coverversion von Shopgang. Das Tanzvideo wurde auf YouTube mittlerweile mehr als 800.000 Mal aufgerufen, Tendenz steigend. Zweimal die Woche treffen sich die jungen Frauen in einer Frankfurter Jugendzentrumshalle, um ihrem Hobby nachzugehen. Geimpft und getestet sind sie hier alle, damit sie auch während der Pandemie weitermachen können. Bei Shopgang nennen sie sich alle beim Vor- oder Künstlernamen, so auch Cocky, die 2016 die Gruppe gegründet hat, nachdem sie 8 Monate in Südkorea war. Die K-Pop-Community in Deutschland gibt es schon sehr lange, die war aber primär immer in Hamburg. Es gab nichts,
wo die K-Pop-Fans in Frankfurt trainieren konnten. Und da haben wir uns überlegt, komm, wir gründen einfach unsere eigene kleine Community hier für die Leute aus dem Raum Frankfurt-Hessen, wo die Leute einfach zusammenkommen können. Aktuell gehören 12 Frauen der Gruppe an, Männer dürfen aber auch mitmachen. Shab ist übrigens das koreanische Wort für Raute und steht somit für das Hashtag-Symbol, mit dem auf sozialen Netzwerken Videos markiert werden. Auch Shab Gang teilt seine Videos auf YouTube, Instagram oder TikTok und erreicht somit die K-Pop-Fans auf der ganzen Welt. TikTok ist unser erfolgreichster Account. Dort haben wir tatsächlich die meisten Follower aus Philippinen, aus den USA, aus UK und aus Mexiko. Der Erfolg liegt auch in den liebevoll gedrehten Videos, in denen einige Frankfurter Wahrzeichen geschickt in Szene gesetzt werden. Immer mehr entwickelt sich die Main-Metropole zu einem deutschen K-Pop-Zentrum. Einmal im Monat treffen sich am Goetheplatz Fans zum gemeinsamen Tanzen, organisiert von einem ehemaligen Shab-Gang-Mitglied. Und auch die Gruppe selbst bietet regelmäßig Workshops in ihrer Halle an. Bam, bam, bam. Und nach vorne. Während Corona auf 2G-Plus-Basis und nur begrenzt auf 30 Teilnehmer, doch die Community soll am Leben erhalten werden. Uns macht uns auch einfach Spaß. Also wir sind auch eher Tänzer als so K-Pop-Cover-Leute. Und einfach Tanzen mit Leuten zu teilen und auch die eigenen Choreografien, die wir regelmäßig machen, auch zu teilen und anderen Leuten beizubringen, ist natürlich als Tänzer mega. In diesem Jahr will die Gruppe wieder an Wettbewerben teilnehmen und sucht noch neue Mitglieder für die Shows. Beim Workshop wird darauf geachtet, wer von den Bewerbern gut zum Rest des Teams passen könnte. Wir haben einen Vibe-Check, also es muss natürlich auch harmonieren, also sonst funktioniert das einfach nicht, weil wir so eng aufeinander hängen und auch so viel zusammen machen. Und natürlich, dass es nicht nur K-Pop-Cover-Leute sind, dass es nicht nur Leute sind, die Musik mögen, sondern dass es auch wirklich Tänzer sind, die sich weiterentwickeln wollen, das ist uns auch ganz wichtig. Der Spaß soll dabei natürlich nicht zu kurz kommen. Mit Witz und Präzision will Shab Gang weiter dafür sorgen, dass K-Pop in Frankfurt zu einer festen Größe wird. Ja, und sie sind auf dem besten Weg dahin. Im Mai soll übrigens das erste K-Pop-Festival Europas stattfinden, und zwar hier in Frankfurt im Waldstadion. Und das war die Hessenschau für heute. Nach der Tagesschau gibt's den satirischen Jahresrückblick mit Florian Schröder. Und morgen sind dann Christine Gesang und Martin Wirsing hier. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, sag Tschüss und bis bald.